Brücke zwischen Asien und Europa, Istanbul. Seit 2600 Jahren ist die Stadt am Goldenen Horn das Symbol für die Vereinigung beider Welten. Vielleicht wagt der koreanische Autohersteller Hyundai gerade deshalb hier den Sprung nach Europa. In der Weltmetropole mit 14 Millionen Einwohnern kämpfen sich 3 Millionen Autos durch die Staus der Stadt. Täglich kommen 800 dazu. Für die 5 Gewinner der Autobild-Leserreise eine große Herausforderung. Am Steuer mehrerer Hyundai i20 stürzen sie sich ins Chaos der Rush Hour. Spurwechsel und Abbiegen wird zur Präzisionsarbeit. Wer nur 1 Millimeter preisgibt, verliert. Das perfekte Terrain für Koreas wendigen Kompakten, der unsere Lesergewinner aber auch sonst zu überzeugen weiß. Also man merkt auf jeden Fall, dass sich die Asiaten weiterentwickelt haben. Jetzt explizit speziell bei Hyundai merkt man schon, dass in Rüsselsheim die Feder geführt wird, im Design auch. Ich finde es sehr gelungen. Wie gesagt, auch hochwertig mittlerweile die Materialien im Cockpit gut verarbeitet. Also da hat man auf jeden Fall aufgeholt. Europa im Rückspiegel geht es über den Bosporus Richtung Asien. Das Ziel der Lesergewinner liegt rund 100 Kilometer entfernt in Izmit. Dort im Werk Assan begann Hyundai 1997 mit der Produktion seiner ersten Autos außerhalb Koreas. Auf einer Fläche von rund 700.000 Quadratmetern werden hier pro Jahr knapp 230.000 i10 und i20 Modelle gebaut, Tendenz steigend. 89% der produzierten Fahrzeuge werden exportiert, 17% nach Deutschland. Unsere Lesergewinner werden als VIPs empfangen. Die Werksleitung ist mächtig stolz auf den i20, der als erster Hyundai überhaupt ein goldenes Lenkrad von Autobild gewonnen hat, aber auch auf die moderne Fabrik selbst. Für die Türkei ist dieses Werk ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Knapp 2.500 Menschen verdienen hier ihren Lebensunterhalt. Wir konnten unsere Qualität von Jahr zu Jahr steigern und immer mehr Kunden gewinnen. In der Türkei selbst, aber auch in ganz Europa. Wir werden die Importe von unseren türkischen Kunden, unseren europäischen Kunden. 165 Roboter sind im Werk im Einsatz. Erstaunlich, es dauert nur 13 Stunden, einen i20 zu bauen. Vom Pressen der ersten Bleche bis zum komplett fertigen Auto. Unsere Lesergewinner sind beeindruckt. Danach können alle noch einmal den i20 auf dem werkseigenen Testkurs auf den Zahn fühlen. Zurück in Istanbul bleibt noch Zeit für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Hagia Sophia, Blaue Moschee und ein Besuch im orientalischen Bazar machen diese Lesereise unvergesslich. Ich bin gerade etwas erschlagen von diesen ganzen tollen Sachen, die wir heute gesehen haben. Und hier ist dieser Bazar, ich glaube, da kann man Tage verbringen, ohne alles gesehen zu haben. Es ist sehr viel los, sehr viel Menschen, sehr bunt alles, sehr schön. Toll, einfach nur toll, toll, toll. Der Trip nach Istanbul wird den Lesern also in guter Erinnerung bleiben. Genauso wie das Fahrerlebnis im neuen i20. Ein kompakter Koreaner, der den Sprung von Asien nach Europa erfolgreich geschafft hat.